Herr Neff, gemessen am BIP hat die Schweizer Wirtschaft bereits wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Geht diese Entwicklung jetzt so weiter? Nicht in dem Tempo, wie wir es jetzt im noch laufenden Jahr erlebt haben. Wir haben ein Wachstum von voraussichtlich 3,5% erzielt. Wir rechnen im Folgejahr jetzt mit 2,5%. Aber das ist natürlich gemessen an der Wachstumshistorie der Schweiz ein anständiger Wert und vor allem ein Wert, der darauf hindeutet, dass wir in eine Normalisierung reinkommen. Nun steigt da wieder die Verunsicherung durch die Omikron-Variante des Coronavirus. Was heißt das für die Schweizer Wirtschaft? Es besteht die Unsicherheit natürlich nach wie vor, dass andere Länder nochmal in den Lockdown kommen, Deutschland namentlich. Das ist für die Schweiz dann immer Bad News. Aber unterm Strich glaube ich, dass ein etwas Davongaloppieren der jetzigen Situation uns nicht mehr so weit zurückwerfen wird wie die ersten Wellen, die wir nach Corona erlebt haben. Die Inflation hat hierzulande ja auch angezogen, aber etwas weniger stark als im Euroraum oder in den USA. Warum ist das so? Also man muss festhalten, deutlich weniger hat sie hier angezogen in der Schweiz. Die Gründe, erstens ein starker Franken, Importpreisdeflation in Anführungszeichen, Sondereffekte, zum Beispiel dieser Hagelschlag, der das ganze Gemüse dann niedergemäht hat in der Schweiz. Und entsprechend importieren wir jetzt Gemüse, das ist günstiger. Und durch das halt auch hat der Rohölschock und der Erdgasschock bei uns nicht so eingeschränkt, wie das in anderen Ländern der Fall war. Dennoch, eine kleine Inflation haben wir gespürt. Wird es so weitergehen? Müssen die Konsumenten auch mit steigenden Preisen im nächsten Jahr rechnen? Ja, aber moderat steigen die Preise. Wir sind eines der wenigen Länder, in unserer Prognose zumindest, die 2022 eine etwas höhere Inflation haben werden. Japan sehr wahrscheinlich auch, aber USA beispielsweise, Eurozone sehen wir jetzt den starken Anstieg langsam aber sicher hinter uns, was aber nicht heißt, dass die Preise wieder sinken, sondern eben nur noch moderater steigen. Die vergleichsweise tiefe Inflationsrate wird ja auch als Indiz dafür gewertet, dass die SNB ihre Tiefzinspolitik beibehalten dürfte. Wann wird sie ihre Politik wieder ändern? Nicht im kommenden Jahr. Die SNB ist sehr dogmatisch unterwegs und orientiert sich sehr stark an der Zinsdifferenz. Und die wird sich zum Euroraum nicht dermaßen ausweiten, dass da in irgendeiner Form Grund für eine, ich sage jetzt mal, Normalisierung besteht aus Sicht der SNB. Was heißt jetzt das für den Schweizer Franken? Bleibt der hoch? Ja, wir sind der Meinung, der bleibt hoch. Haupttreiber im aktuellen Umfeld ist sehr wahrscheinlich eben auch sind Kaufkraftparitätsüberlegungen, nämlich dass die Inflationsdifferenz sich jetzt massiv zum Euroraum ausgeweitet hat. Und auf der anderen Seite haben wir die Thematik der inländischen Portfolioinvestitionen, also das, was wir im Ausland erwirtschaften, Ertragsbilanzüberschuss, wird nicht mehr in dem Ausmaß investiert im Ausland. Das wird also, man kann sagen, fast hier gebunkert. Das führt zu einer physischen Unternachfrage nach Euro. Und auch das ist ein Trend, der sich sehr wahrscheinlich im kommenden Jahr fortsetzen dürfte.